Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen hier zurück zu Project Hospital. Die ersten drei Tutorials haben wir abgeschlossen, jetzt geht's in die erste Kampagne. Da geht's darum, das Krankenhaus von allen Schulden zu befreien. Dann schauen wir mal, ob das jetzt so funktioniert. Also, uiuiui, wie war der Auffrischungskurs? Ja, etwas aufregend, hast du alles Richtiges gemacht? Nein, definitiv nicht. So, jetzt kommt ein bisschen eine Geschichte hier über eine spezielle Konkurrenzfirma, denn der Manager hat hier einen Kredit von der Bank aufgenommen und hat sich damit zu der Firma Me Devil Care verabschiedet. Das ist natürlich doof und wir müssen jetzt natürlich den ganzen Mist wieder ausbaden. So, da du neu hier bist, leiht dir die Bank noch etwas Geld. Das finde ich ja lustig. Der erste Manager ist abgehauen damit und wir kriegen jetzt doch nochmal Geld. Also das ist cool, da können wir auch gleich abhauen. Sauber. Und Einkommen können wir erhöhen, indem wir Zielvorgaben unseres freundlichen Krankenhauses erfüllst. Ja, bin ich mal gespannt. Wenn du alle erfüllt hast, schicken sie diese noch mehr Patienten. So, abschließend von Events. Da bin ich auch mal gespannt. Und wir sollen natürlich so viel wie möglich zurückzahlen. So, dann gucken wir doch mal. Wir sind eigentlich hier schon im Normalbetrieb. Jetzt suche ich erstmal eine ganz wichtige Funktion. Farbeinleitung, so, Ärzte unter meiner Kontrolle. Das ist jetzt die Frage, wählen einen Arzt und alle seine Patienten aus? Achso, den Arzt, den ich kontrollieren will. Nein, das will ich nicht. Patienten unter deiner Kontrolle, wieso kann ich die? Die würde ich ganz gerne automatisch alle vom Arzt verarbeiten lassen oder verarzten lassen sozusagen. Da weiß ich jetzt aber gerade nicht, wie ich das am besten mache. Öffne Personalliste in der Abteilung. So, jetzt gucken wir mal hier der Oberarzt. So, gucken, ob wir da irgendwas einstellen können. Mitarbeiter den Arbeitsplatz zuweisen, wechseln Nachtschicht, Tagschicht, Mitarbeiter kündigen, Abteilung wählen. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist blöd. Das geht dort nicht. Gut, das ist jetzt noch die Notaufnahme. Geplante OPs. Der Oberarzt gibt dann einen entsprechenden Bonus. Okay, dann packen wir da mal den Oberarzt rein. So, schauen wir mal hier. Alle Abteilungen schließen? Nein. Alle Patienten automatisch übernehmen? Das klingt gut. Dann machen wir das schon mal. Am besten für jede Abteilung. Und dann müssen wir anscheinend nur uns die gesamte Patientenliste eventuell angucken. Jetzt müssen wir jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwo eine Patientenliste haben. Ich mache mal gerade die Wände weg, dass wir das ein bisschen besser sehen. Weil ich jetzt auch noch gar nicht weiß, ob wir schon Patienten da haben. Da ist schon mal was. So. Weil ich würde ganz gern eigentlich, dass die alle automatisch zum Arzt geschickt werden. Ambulante Patienten. Alle Patienten. Unbehandelte, markierte will ich ja nicht. So, die ist okay. Spielerkontrolle, okay, die ist nicht verfügbar. Warum das? Ah, Status ist gerade im Gespräch. Gut, das sieht doch schon mal gut aus. So, wir sind jetzt hier im Erdgeschoss, glaube ich. Ja, erster Stock, zweiter Stock, da ist noch nicht viel ausgebaut. Da sitzt auch noch eine. Was, warum hockst du denn da? Was bist du denn? Bringt einen Wagen zurück. Okay. Also hier können wir dann ansonsten noch ein bisschen ausbauen. Okay. Alle Patienten automatisch übernehmen. Ich glaube, das war das, was wir jetzt eingestellt haben. Jetzt gucken wir mal gerade bei den Finanzen. Das sieht natürlich schon ziemlich grausam aus. Wir gehen erstmal hier entsprechend zurück und halten uns das Budgetfenster auch mal offen. Weil ich muss ja erstmal einen Überblick kriegen, was überhaupt das Problem hier in dem Krankenhaus ist. Wenn wir da natürlich genug Patienten reinkriegen, dann ist das kein Problem. So. Maßnahme abgeschlossen. Das ist schön. So. Jetzt bräuchte man irgendwie eine Übersicht über alle Patienten. Abteilung? Nein. Krankenkassen? Was sollen wir da machen? Zahle die Schulden ab und behandle 10 Patienten pro Tag. Okay, wir haben auch gerade eine Errungenschaft freigeschalten. My Turn, okay. Das klingt ja schon mal interessant. So.
Okay, also anscheinend funktioniert das aber mit der Automatisierung schon mal. Das ist gut. Ich hoffe, dass das so hinhaut. Jetzt ist natürlich die Frage, sollen wir eventuell noch ein paar Arztzimmer bauen? Ich weiß es nicht. Ja, die kriegt auch Erfahrungspunkte dazu, das ist gut. So, Personen unter deiner Kontrolle. Ich würde am liebsten gerne alle Patienten auf einen Schlag wechseln lassen. Aber das geht, glaube ich, nicht, ne? Aber zumindest kommen wir hier gut voran. Na, das geht ja schon mal. Oh, wieso kann ich das nicht so machen, dass die Leute hier automatisch vom Arzt behandelt werden? Ich bin jetzt erstmal so ein bisschen in dem Wirtschaftsmodus drin, deswegen will ich eigentlich gucken, dass wir nach Möglichkeit hier. Was ist das? Achtung. Dieser Patient ist im kritischen Zustand. Oh oh. Eisenmangel, ja. Maßnahme ist abgeschlossen. So, also wir kriegen jetzt so langsam schon mal ein bisschen Geld rein, das ist gut. Wärme, Handverletzung und Hämatom, Fingerfraktur, ja, das ist heftig. So, aber wieso kann ich die Patienten hier nicht alle zum Beispiel automatisch zu den Ärzten bringen? Warum geht das nicht? Das könnte mir der Daniel vielleicht noch mal beantworten. So, bringen wir erstmal die dringenden Leute alle zum Doktor. Also ich meine, das ist eigentlich so im Wirtschaftsmodus jetzt relativ leicht. Es ist eigentlich hauptsächlich viel rumklicken, sozusagen. So, da ist einer mit kritischem Zustand. Kontaktdermitis. Rote Augen, Juckreiz. Ach du lieber Gott, was hast du denn, Mädchen? Unglaublich. Ah, Auftrag abgeschlossen. Behandeln Sie 10 Patienten pro Tag. Staatlicher Zuschuss 20.000. Okay, das ist doch schon mal eine Maßnahme. Das ist doch schon mal sehr gut. Das heißt, wir können hier eigentlich auch schon, ja, die nächsten 20.000 wieder abzahlen. Also das läuft richtig gut bis jetzt, würde ich sagen. So, nochmal 20. Jetzt sind es nur noch 40.000. Dann haben wir das Problem schon eigentlich gelöst. Das geht ja eigentlich schnell. Das geht schnell. Ich muss nur die Patienten alle da erst rüberschiffen. Das ist halt nicht so toll. Machen wir das mal so. Okay, die geht auf alle Fälle auch mal zum Doktor. Auch zum Arzt. Also da würde ich mir gerne noch eine Funktion wünschen, dass man automatisch im Prinzip alle Patienten unter ärztliche Behandlung stellt. Das fände ich viel, viel besser. Aber so, jetzt haben wir schon mal einige Patienten unter. Und ihr seht, es kommt eigentlich gut Geld rein. Wir können relativ schnell im Prinzip das Geld hier wieder in Ordnung bringen, ne? Können jetzt gerade mal eine Station höher gucken. Wie sieht es da so aus? Okay. Weil wir haben ja auch schon Intensivpatienten und alles da. Aufzeichnung, wartet auf Behandlung, wartet auf Untersuchung, keine Diagnose unter deiner Kontrolle. So, das kriegen wir irgendwie aber mit der Kontrolle nicht dauerhaft weg, ne? Das scheint so ein Problem von der Spielsteuerung zu sein. Oder, was ist das hier? Gesteuert von Spieler, favorisierter Patient. Nee, das wollen wir nicht. So. Gott, oh Gott, das sind aber auch viele Leute hier, die krank sind, gell? Das ist interessant. Was ist da oben eigentlich? Da ist eigentlich, ach so, nur Aufenthaltsraum in der Bereich. Also interessant ist eigentlich hier so der OP-Bereich, wenn man da mal rüber guckt und schaut, na, die schnippeln da wohl gerade an dem rum. Jetzt ist offen. Jetzt wird rumgebastelt. Rumgebastelt klingt auch gut, ne? Jawohl, es wird rumgebastelt. So, zahle deine Schulden ab bei der Bank, okay.
Erreiche ein Ansehen von 65%. Oh, das müssen wir gucken, ob wir das hinkriegen. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wo wir das sehen. Statistiken ansehen, ne, Personal, Patienten. Wo sehen wir das Ansehen da? Aber das steht nicht in Prozenten. Patientenzufriedenheit, das sieht gut aus. Keine Notfälle. Aber ansonsten sehe ich jetzt gerade nicht, wo wir die Zufriedenheit sehen können. 60 von 400 Eingestellte. Ah, da. Ansehen heute 89%. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt müssen wir nur gerade mal gucken. Anscheinend müssen wir hier wieder ein paar. Ne, sind doch gar keine Patienten mehr da. Gut. Also das sieht eigentlich ganz gut aus mit dem Ansehen. Immer noch 89%. Das ist eigentlich schick. Gefällt mir. Das gefällt mir. 26 Patienten haben wir behandelt. Das ist auch gut. Das heißt, da kam entsprechend auch ein bisschen was an Geld rein. Halt, das war der falsche Knopf. Krankenhaus schließt. So, dann ist der erste Tag gleich rum. Oh, jetzt kommt noch ein Notfall rein. Jetzt kommt ein Notfall rein. Jetzt bin ich gespannt. Wo bist du? Ah, der rückt erst aus. Okay, ist noch nicht da. Weil wir haben zwei Krankenwagen und ein Krankenwagen ist weg. Das heißt, es müsste eigentlich dann ja gleich ein Notfall reinrollen. So. Tagschicht ist auch gleich zu Ende. Ah, eben kommt er. Da ist unser Notfallpatient. Offene Fraktur, offene Trivialfraktur und komplizierte Femurfraktur. Ach du lieber Gott, das ganze Bein ist im Eimer. Ach du lieber Himmel. Ja, dann gucken wir mal, dass wir uns gleich um die Dame kümmern hier. Da ist sie, da wird sie versorgt. Uiuiui. Aufnahme, das ist klar, körperliche Untersuchung. Okay, Blutstillung wird eingeleitet, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Genau, machen Sie sich frei, machen sich wieder zu. Ah, die Putzer, die machen schon mal das Blut ein bisschen weg, das ist ganz gut. Oh Gott, Differentialdiagnose. Ach du lieber Gott, ich glaube, wenn ich das selbst alles machen müsste, ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen soll und wie das funktioniert. Na, hier kann man dann auch noch sagen, was, wie, wo. Verband wäre vielleicht auch noch schlecht, nicht geschickt. So, leere Räume 8, Räume mit kritischer Auslastung. So, welche Räume hatten denn gar keine Auslastung? Wo sehe ich das jetzt? Ambulanz, dum, 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 dum. Keine kollabierten, okay. Das sieht gut aus. Hochkritisch, da sehe ich jetzt aber, ach so, da. In der Ambulanz war gar nichts los, komischerweise. Und keine toten Patienten. Na, das ist doch auch schon mal ein Anfang, würde ich sagen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. So, jetzt geht die Nachtschicht los. Die Frau ist immer noch hier in Behandlung. Ah, habe ich gar keinen Arzt für die Nachtschicht da. Oh. Habe ich da. Ah, die ist eingewiesen, liegt im Bett, okay. Fehlt mir da jetzt jemand für die Nachtschicht? Muss ich mal gerade gucken, wie mache ich das nochmal? Ah, da habe ich aber doch für die Tag- und für die Nachtschicht Leute. Hauen wir den noch rein. So, müsste doch eigentlich jetzt funktionieren, klappen soweit. Körperliche Untersuchung. Ah, jetzt ist jemand da. Wunderbar, die kümmert sich um alles. Das ist doch schon mal gut. Röntgen der unteren Gliedmaßen. Das sollten wir vielleicht auch nochmal mit aktivieren.
Oh, minus 5000. Oh. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, müssen wir doch nochmal ins Plus. Es werden hier immer in 20.000er Schritten abgearbeitet. So, das ist der Oberarzt, Arztbewertung. Okay, Jane Foster, Assistent. Die wird aber auch, denke ich mal, langsam wieder heile werden. So, wo haben Sie jetzt hingebracht? Jetzt ist sofort. Haben Sie gerade ein Stockwerk höher? Ach, da liegen Patienten drin. Wie cool ist das denn? Ach ja. So. Was hast du? Knieverletzung, Hämatom. Okay. Überwachung, Angelika, stationär. Gelenk-OP ins Bein. So, vielleicht machen wir noch einen Eisumschlag drauf. Was hast du, mein Freund? Er ist Reizbarkeit. Tranquilizer, yay. Das ist gut. Beruhigungsmittel ist immer gut. So, wie sieht's denn sonst so hier aus? Da unterhalten sie sich. Pausenraum, das ist okay. Das läuft alles. So, Reizbarkeit scheint wieder unterdrückt zu sein. Das ist gut. So. Maßnahmen für einen bereits diagnostizierten. So, wo ist er? Da. Da ist er. So, was müssen wir jetzt machen als nächstes? Machen wir die da. Ich dachte, der Arzt kümmert sich um die. ITS, Aufnahme, Intensivstation. Brauchen wir eigentlich eine Intensivstation? So, wieso bleibt der dann jedes Mal da stehen? So, nächster Punkt. So, schauen wir mal. Zahlung 2800. Ich hoffe, die Krankenkasse zahlt das ist. Kritischer Zustand, Abteilung wählen, schicke einen unbehandelten Patienten in ein anderes Krankenhaus. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Kling! Auftrag abgeschlossen. 65% Ansehen am Ende eines Tages, das ist gut. Die Renovierung der benachbarten Klinik sorgt für 50% mehr Patienten in der Orthopädie. Das ist auch okay. Das bedeutet für uns definitiv, wir können schon mal das nächste Geld abzahlen. So, wir haben nur noch 40.000 Schulden. Dann ist das Thema schon vom Tisch. Dann ist die Mission ja schon fertig. So, dann lassen wir mal hier laufen, laufen, laufen. So, wartet auf das OP-Team. Oh, die wird nachts operiert. 1:30 Uhr nachts wird die operiert. Ach du lieber Gott. So, da fragt sie mal, ob alles gut geht. Wunderschön. Schwesterchen ist gar nicht verkehrt. Die lernt auch so ein bisschen was dazu hier jetzt mit der Zeit. Stationäre Behandlung steigt langsam. Spezialisierung. Kein Lernraum. Okay, das ist aber kein Problem. So, das kriegen wir aber alles hin. So, was macht denn unsere Frau hier? Sichtbarer Knochen, ja, das ist natürlich ungünstig. So, und die sammelt Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte. Schauen wir mal gerade. Bauch gefüllt, Bedürfnis reduziert, ja, das ist so. Level 2 ist er als Krankenpfleger. Die tut nichts, ja, sie läuft da die ganze Zeit rum. Oh, kommt schon wieder ein Notfall rein. Da kommt schon wieder ein Notfall. Und der nächste Morgen beginnt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Nacht überspringen, okay. Kommt der nächste Notfall. Oh je. Wo bist du, mein Notfallpatient? Müssen wir nochmal eins runter? So, Notfallpatient. Folgen wir der Blutspur? Okay, Notfallversorgung. Patient wartet darauf. Wieso wartet er darauf? Ich habe die doch unter. So, unter ärztlicher Kontrolle. Ach, das ist die ganz neue, frische jetzt da. Ja, vom Arzt definitiv. So. Wir hauen mal einfach alles hier rein, was geht. Der Rest soll der Arzt machen. So, und wir schauen in der nächsten Folge dann mal, ja, wie sich's hier weiterentwickelt. Uns fehlen noch 40.000, damit wir dann dementsprechend ja hier dieses Kapitel beenden können. Und ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in dem Sinn sage ich für heute erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.